Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Samstag, dem 7. Mai, zu Reinis Zeitgedanken. Und wir sind natürlich wieder am Vormittag wie gewohnt mit Losung und Lehrtext unterwegs. Am Eingang haben wir eine wundervolle Stimmung gesehen. Ich blende sie nochmal ein. Es könnte ein Abendrot irgendwo in einer griechischen Landschaft sein, könnte aber auch in einer nordischen Landschaft sein. Die Berge sprechen eigentlich mehr für den Norden. Griechenland ist karger, aber ein wunderschönes Bild, das uns eine friedliche Stimmung vermittelt. Und vielleicht wissen wir es und kennen es selbst, wenn wir an einem solchen Abend, bei einem Sonnenuntergang, irgendwo am Meer sitzen oder gesessen haben, dann meinen wir, es kann gar nichts anderes geben als nur Frieden, Harmonie und Schönheit auf dieser Schöpfung. Was hat das aber mit unserem Text zu tun? Schauen wir doch mal beide Texte heute an, die für uns ausgewählt worden sind. Da heißt es nämlich im Psalm 118, O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Und dieser Psalm ist eigentlich ein Loblied für oder über Gottes Hilfe, die zuteil geworden ist. Und deshalb noch einmal mit Nachdruck die Bitte, o Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Und im Lehrtext haben wir einen Spruch, der Gott des Friedens rüste euch aus mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Das sind nochmal mahnende Worte am Ende des Hebräerbriefes. Und davor steht, das ist der Tag des Herrn, lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein. Das heißt also, es ist in beiden Texten eine Situation umschrieben, wo der Beter, wo jene, die diese Worte ausgesprochen haben, nämlich ganz, ganz viel Freude erfahren haben. Und das ist auch im Hebräerbrief auch nochmal deutlich zum Ausdruck gekommen. Und in solch einer Situation wird man aufgefordert, in dieser Freude zu bleiben, diese Freude auch zu behalten und nicht abzulegen. Der Hebräerbrief warnt ja sowieso vor dem Abfall, dass man also das Wort Gottes vergessen könnte. Und so heißt es da, der Gott des Friedens rüste euch aus mit allem Guten. Und das ist ein ganz wichtiges Attribut, was uns hier nochmal vor Augen gestellt wird. Es ist kein Gott der Gewalt, des Krieges, der Rachsucht, sondern wir glauben an einen Gott des Friedens. Und ich weiß, dass sich ganz, ganz viele Menschen in unserer heutigen Zeit nicht sehnlicher wünschen, als dass der Friede erhalten bleibt oder dass Friede wird. Denn momentan sind wir nicht im Frieden unterwegs. Es herrscht Krieg nicht nur in der Ukraine, sondern dieser Krieg überzieht den ganzen Erdball. Er hat so verschiedene Gesichter, dass wir diesen Krieg nicht immer wahrnehmen, weil wir meinen, das ist alles so zufällig, dass diese Dinge zusammenspielen. Aber es ist nicht Zufall. Es ist eigentlich ein Krieg gegen die Menschheit, der geführt wird. Und so möchte ich uns Mut machen, heute an diesem Samstag auch angesichts unserer friedlosen Situation, dass wir im Frieden bleiben und dass Gott, der ein Gott des Friedens ist, helfen kann. Das erzählt das Alte Testament. Und wer sich an ihn wendet, wer zu ihm ruft, der kann und wird es erleben, dass Gott nicht nur Frieden schafft, sondern dass er zur Seite springt und dass er uns tatsächlich unterstützt in unseren Friedensbemühungen. Die Frage ist, wie müssten die Friedensbemühungen denn heute aussehen? Bestimmt nicht so, dass wir ganz normal unsere Arbeit verrichten und so tun, als ob wir ganz normale Zustände hätten und sagen, ja, es ist alles so, es kommt schon wieder gut. Nein, für den Frieden sich einzusetzen, hat schon immer Kraft gekostet. Ich selbst war auch in der Friedensbewegung in den 80er Jahren engagiert und wer sich für den Frieden engagiert, der sitzt nicht nur zu Hause oder der ist auch nicht nur am Arbeitsplatz unterwegs und hat seinen gewohnten Ablauf, sondern der weiß, für den Frieden muss man mehr tun. Man muss Bekenntnis zeigen, man muss bekennen und man muss natürlich auch hier und dort mal seine warme und gewohnte Stube, seine normale Umgebung verlassen, um etwas für den Frieden zu tun. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Vorträge zu halten, Demonstrationen mitzuorganisieren und teilzunehmen. Der Friede kommt nicht von selbst. Leider ist es so und deshalb
ist es umso wichtiger, dass wir uns mit dem verbünden, der eigentlich den Frieden ausmacht, und das ist Gott selbst. Und deshalb möchte ich an diesem Wochenende uns ermutigen, dass wir nicht nur versuchen, in unserem häuslichen Frieden zu bleiben, sondern dass wir uns mit dem Frieden verbünden, der eigentliche Friede ist, nämlich der es ermöglicht, dass auf der Welt Friede wird, dass in uns Friede ist, und das ist Gott, und dass wir von ihm uns leiten lassen und bitten, er möge uns doch den Weg weisen, den wir gehen können, und das Engagement deutlich machen, was wir leben können, und zwar für den Frieden. Es ist gleichzeitig also ein kleiner Aufruf, den beide Worte heute mit beinhalten, aber auch die Freude darüber, dass wir ja denjenigen auf unserer Seite haben, der Frieden möglich macht. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Am Schluss dieser kleinen Betrachtung möchte ich darauf hinweisen, dass morgen ja auch wieder Sonntag ist. Viele werden es wissen, dass ich aber auf keinen Fall dazu komme, am Sonntagvormittag einen Gottesdienst zu schalten oder zu streamen, sondern dass ich jetzt also verhindert bin und am Sonntagabend es dann höchstwahrscheinlich einen Gottesdienst geben wird, wenigstens eine Besinnung zum Bibeltext zum Tag. Ich möchte das nicht weglassen, und vielleicht kombiniere ich das dann am Sonntagabend mit den Art Nachtgedanken, sodass wir dann am Abend zusammen eine Sache feierlich begehen können. Ob ich das streame auf DLive, weiß ich noch nicht, weil ich ja bei DLive auch schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Manchmal bin ich da unterbrochen worden, gerade wenn es um religiöse Inhalte ging, die dann auch sehr, sehr hermeneutisch in die heutige Zeit umgesetzt worden sind. Ich wünsche allen einen wunderschönen Samstag, noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie oder werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf, und vor allem bleiben Sie mit Gott verbunden. Einen wunderschönen Tag und ein gesegnetes Wochenende. Ihr Reinhard Eisner aus Appenzell Innerrhoden.